Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Ich freue mich heute hier mit euch wieder in dem Seminar zu sein, der Heilige Geist und seine Führung. Und wir verbinden uns wieder einige Sekunden im Geist mit dem Bruder in der Erlösung. Ja, vielen Dank für die Verbindung Geist. Kommen wir jetzt zu der ersten Feedback-Runde. Thomas, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ja, ich fühle mich ganz gut. Ich hatte jetzt kurz im Namen aufstehen, sowas, was ich gelesen habe, eine Nachricht gekommen habe, die hat mich ein bisschen durcheinander gebracht, aber auch nicht wirklich aus der Bahn geworfen, wie sonst vielleicht. Nee, ist alles in Ordnung. Ich freue mich jetzt auf den Kurs. Alles gut. Ja, vielen Dank, Thomas. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback, mit deinem Feedback. Ja, vielen Dank für die Verbindung. Kommen wir zum nächsten Feedback. Nihira, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Habe so ein paar leichte Nachwirkungen. Ich habe irgendwie ein bisschen schlecht geschlafen. Da hilft aber immer ganz gut. So, ich bin kein Körper, ich bin frei. Gott sei Dank. Vergesse ich anscheinend nachts manchmal. Genau, also so. Ein langsames friedlicher werden, ruhiger werden. Und ja, ich freue mich auch auf den Kurs. Beste Möglichkeit, den Tag zu beginnen, finde ich. Danke dafür. Ja, danke schön. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir im Geist und mit deinem Feedback. Ja, vielen Dank für die Verbindung im Geist. Kommen wir jetzt zum nächsten Feedback. Mal schauen wir mal, ob das jetzt geht hier. Sabine, wie fühlst du dich in diesem Moment? Scheint jetzt noch nicht zu gehen oder nicht mehr. Dann verbinden wir uns erstmal einige Sekunden mit dir, Sabine, im Geist. Verbinden.
Und dann erstmal wieder vielen Dank für die Verbindung im Geist. Und dann kommen wir zur Brigitte. Brigitte, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ja, ich muss erstmal hier diese Technik wieder hinkriegen. Kann man mich hören überhaupt? Ja, das scheint gut zu funktionieren. Das scheint dann schon mal zu klappen. Ja, besser denn je. Echt? Ich bin auf Reisen und ja. Gut, dann haut das jetzt hin. Ja, wie fühle ich mich? Also, ein bisschen Kopfschmerzen. Der Zahn ist auch immer noch nicht so ganz in Ordnung. Also das sind so die körperlichen Symptome. Ich bin zwar kein Körper, aber es tut trotzdem weh irgendwie. Ja. Ja, und sonst finde ich das jetzt gut, dass das alles geklappt hat und so. Ich freue mich, dass die Reise auch irgendwie gut verlaufen ist in überfüllten Zügen. Also da war ich manchmal kurz vor der Panikattacke, ehrlich gesagt. Das war ganz gruselig. Aber das hat mir dann sehr geholfen. Ich habe danach also diesen Leitsatz, da ist mir eingefallen, ich lehre nur Liebe, weil ich nur Liebe bin. Und dann konnte ich da so mich da ganz gut irgendwie dadurch führen lassen, durch diesen Stress in diesen überfüllten Waggons da. Das war schon heftig. Ja, das ist jetzt ja alles schon wie von gestern. Ja, und jetzt bin ich hier verbunden, freue mich. Und ja, schön. Morgen wird es wahrscheinlich nicht klappen mit dem Zusammensein hier. Aber schauen wir mal. Ist ja jetzt und nicht morgen. Also, wir sehen uns. Wir sind jetzt irgendwie hier unterwegs gemeinsam. Das ist die Hauptsache. Alles klar. Ja, danke. Danke, Brigitte. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir im Geist. Ja, vielen Dank für die Verbindung im Geist. Kommen wir jetzt zu meinem Feedback. Ja, ich fühle mich also äußerst wohl im Moment. Im Moment scheine ich irgendwie überhaupt keine Zukunft. Also ich sehe keine Zukunft im Moment. Ich fühle mich im Hier und Jetzt die ganze Zeit. Also deswegen ist auch keine Angst vor der Zukunft da oder sowas. Wenn, dann irgendwie so eine Freude, dass da vielleicht jetzt was Schönes kommt oder so. Und auch wenn ich jetzt mal so dann denke, dass ich jetzt gleich irgendwie was tun muss oder so, dann denke ich da auch so angenehm drüber. Fühlt sich gut an. Da ist also so umfassender Frieden in mir. Sag mal so, das ist ein Frieden, der ist nicht von dieser Welt. Es ist nicht so dieses Normale in der Welt, so ja, jetzt bin ich mal so zufrieden mit der Situation. Das ist auch schon total toll, wenn sowas mal in der Welt eintrifft. Das kommt ja sehr selten vor. Aber dieser Frieden Gottes, der ist ja immer da und der ist ständig da und da komme ich ja immer dran. Also ich habe da immer so irgendwie so einen Fuß da drin, ne? Und der
Das verteilt sich dann irgendwie im ganzen Körper. Und ja, auch obwohl ich jetzt wirklich scheinbar wenig geschlafen habe, weil es irgendwie auch wieder sehr heiß war heute Nacht, habe ich aber dennoch irgendwie mich gut ausruhen können. Also sehr ausgeruht, fühle mich wohl, fühle mich gut. Ich bin sehr dankbar, dass wir hier diesen Kurs, dieses Seminar hier, dass wir hier durchgehen mit dem ganzen Textbuch nochmal. Das bringt mir selber auch nochmal ganz viel. Das ist jetzt nochmal wirklich so richtig krönender Abschluss. Okay, dann verbinden wir uns einige Sekunden mit meinem Feedback jetzt noch. Dankeschön. Dann kommen wir jetzt zu dem Kurs in Wundern, erschienen im Kreuthof Verlag. Titel 6 sind wir mittlerweile, ist ja auch schon gar nicht mehr so wenig. Ne? Also 6 ist ja schon eine Nummer. Wo wir ja hier so scheinbar sehr langsam vorwärts gehen, aber dennoch irgendwie kommt mir das vor, als wenn wir sehr schnell vorwärts kommen würden. Dieses gesamte Zeitkonzept, das gestaltet sich irgendwie ganz anders. Es ist irgendwie so wie so eine Zeitreise, also durch die Zeit reist. Naja, und wir hatten gestern als letztes die 15. Jetzt kommen wir zu der 16. Also die Botschaft der Kreuzigung, das ist für Römisch 1, Seite 95 in diesem Buch. Dem blauen Buch. Ihr könnt euch wieder zurücklehnen. Ich sehe auch, das tut er schon, weil ich das sehen kann. Und einfach genießen, einfach zulassen. Nichts mit Gewalt verstehen wollen, sondern einfach nur hören und sacken lassen, fallen lassen. 16. Wenn du die Lehren der Apostel liest, denk daran, dass ich selbst ihnen sagte, sie würden vieles später verstehen, weil sie in jener Zeit noch nicht voll und ganz bereit waren, mir nachzufolgen. Ich will nicht, dass du der Angst Einlass in dein Denksystem gewährst, zu dem ich dich hinführe. Ich rufe nicht nach Märtyrern, sondern nach Lehrern. Niemand wird für Sünden bestraft und die Sühne Gottes, die Söhne Gottes sind keine Sünder. Jedes Konzept von Strafe beinhaltet die Projektion von Schuldzuweisung und verstärkt den Gedanken des Schuldzuweisenden, dass Schuldzuweisungen gerechtfertigt sind. Irgendwie funktionieren die Augen heute Morgen noch nicht so richtig. Ich lasse mir mal am besten die Augen Christi direkt verleihen. Die Folge ist eine Lektion der Schuldzuweisung. Denn jedes Verhalten lehrt die Überzeugungen, die es motivieren. Die Kreuzigung war die Folge einander klar entgegengesetzter Denksysteme, das vollkommene Symbol des Konflikts, in Anführungsstrichen Konflikts, zwischen dem Ego und dem Sohn Gottes. Dieser Konflikt erscheint jetzt genauso wirklich
Und seine Lektionen müssen jetzt genauso wie damals gelernt werden. Ja, hier ist dieser Absatz jetzt zu Ende. Wir verbinden uns einige Sekunden im Geist. Ja, vielen Dank für die Verbindung im Geist. Kommen wir jetzt also zur Feedbackrunde. Brigitte, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ja, ich hatte so so Gedanken gerade. Der ist so aufgeploppt, dass etwas sterben muss, bevor irgendwie etwas Neues oder was anderes neu erstrahlt irgendwie. So schoss mir das so durch den Sinn und da hänge ich jetzt noch so dran an diesem, ja, an dem, was ich da gedacht habe. ja, ich fühle mich ja im Frieden, würde ich sagen. Es sind zwar so noch diese körperlichen Geschichten, aber die treten im Hintergrund. Ja, damit geht's gut. Brigitte, wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in dein Feedback. Kommen zum nächsten Feedback. Ja, Sabine, da weiß ich jetzt gerade nicht, ob wir da jetzt was kriegen. Dann verbinden wir uns einige Sekunden mit dir, Sabine. Ja, dann kommen wir zur Nihira. Nihira, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ruhig. Ja, fühle mich ruhig. Danke, Nihira. Oder kommt noch was? Ich würde nur sagen, also ruhig neutral. So. Das war's auch schon. Mal. Danke, Nihira. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem Zustand. Ja, vielen Dank. Dann kommen wir zu dem nächsten Feedback. Thomas, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ja, ich fühle mich ganz gut, merke aber, dass ich nicht so ganz in der Freude bin, wie ich letzte Zeit oft war. Aber das kommt jetzt bestimmt mit der Erklärung. Muss wieder einige Aufgaben wegdelegieren an den meinen großen Unterstützer, dann läuft auch wieder vieles von alleine. Ja. Genau, ich freue mich. Danke. Danke, Thomas. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir und deinem Feedback.
Ja, vielen Dank für die Verbindung im Geist. Wir kommen jetzt noch zu dem Feedback von mir. Aber mir wird es jetzt wieder hier unglaublich heiß im Moment, also innerlich auch. Und, ist aber nicht schlimm, also es ist jetzt nicht unangenehm, es ist einfach nur so, da geht irgendwie energetisch was von innen nach außen. Und es fühlt sich irgendwie sehr, gerade momentan so, zeigt sich das einfach so mit Hitze. Gleichzeitig aber bin ich im Frieden. Ja, so eine Neutralität kann ich auch feststellen. Also da ist jetzt nicht irgendwie, es sind so keine Schwankungen. Das würde ich mal so einfach sagen. Es fühlt sich neutral an. Und das ist ja so, weil dieses Urteilen weg ist. Deswegen ist das auch ein bisschen diese Neutralität da. Es fühlt sich so, insgesamt fühlt sich das angenehm und gut an. Ja, das war's von mir. Wir verbinden uns einige Sekunden. Ja, vielen Dank. Die Verbindung im Geist. Jetzt kommen wir zu der Erklärung von Ein Kurs in Wundern, Kapitel 6, die Lektionen der Liebe, Römisch 1, die Botschaft der Kreuzigung, Absatz 16. Ihr könnt euch wieder zurücklehnen, zuhören, vom Verstehen wollen, loslassen, einfach hingeben und zulassen, dass das Verstehen am Ego vorbeigeht, falls da noch eins ist, direkt zum reinen Geist in dir, zu diesem Teil, der sich abgespalten hat, damit er sich dann wieder anders entscheidet. Wenn du die Lehren der Apostel liest, hiermit ist jetzt gemeint, die Bibel, ganz einfach, wenn du die Bibel liest, ne? Denk daran, dass ich selbst ihnen sagte, also in der Bibel steht, was Jesus gesagt hat, sie würden vieles später verstehen, weil sie in jener Zeit noch nicht voll und ganz bereit waren, mir nachzufolgen. Ja, kann ich mich daran erinnern, das habe ich da auch gelesen. Also da steht, es wird eine Zeit geben später, wo der Heilige Geist sozusagen ausgegossen wird. Und jetzt seid ihr immer noch nicht bereit, aber es wird, diese Zeit wird kommen und ist eben scheinbar jetzt. Ich will nicht, dass du der Angst Einlass in das Denksystem gewährst. Das geht also wieder hier und jetzt weiter mit dir. Ne? Also sind wir schon wieder nicht mehr in diesem biblischen Erinnern dran, sondern jetzt geht's. Es war ja auch, hier war es ja auch du gemeint, also wenn du die Lehren der Apostel liest, ich will nicht, dass du der Angst Einlass in das Denksystem gewährst, zu dem ich dich hinführe oder jetzt schon, also in diesem, in gegenwärtig hinführe, also wo es immer hinführt jetzt. Das heißt eben so viel wie, ja, da du jetzt im Frieden bist, lernen wir jetzt, wie du diesen Frieden sozusagen weiter ausdehnen kannst und nicht mehr die Angst der Angst Einlass gewährst. Weil das ist ja jetzt das Geistestraining, was wir hier zu lernen haben. Wir sehen, wir haben den Frieden Gottes erreicht und haben auch diese Freude erreicht, Frieden, den Frieden, die Freude und die Gelassenheit. Und jetzt geht es halt darum, in dieses Denksystem, das der Heilige Geist uns gegeben hat oder jetzt gibt, wo er uns hinführt. Hier steht auch führen, ne? Führen. Es kommt von führen, ich hinführe. Das ist eine Führung. Wir stehen hier unter der Führung des Heiligen Geistes. Ich rufe nicht nach Märtyrern. Also er ruft nicht nach Märtyrern oder er hat nicht nach Märtyrern gerufen. Wir wissen ja alle, was Märtyrer sind. Märtyrer sind Menschen, die sich
für den Glauben opfern, um den Beweis zu erbringen. Ja, man könnte auch die Kreuzigung sozusagen als etwas Märtyrerhaftes deuten. Das ist aber nicht so. Also ich rufe nicht nach Märtyrern, sondern nach Lehrern. Also er sucht in dir sozusagen nach einem Lehrer. Und das wird ja, insofern geschieht das ja in diesem Moment, weil in dem Moment, wo du dich unter die Führung des Heiligen Geistes stellst, so wie ja auch hier dieses Seminar heißt, das heißt also, wenn du ja schon hier in diesem Seminar bist oder dieses Seminar anschaust, dann hast du dich auch entschieden, ja, ich will unter der Führung des Heiligen Geistes stehen, alles andere ist Nonsens. Dann bist du automatisch ein Lehrer, weil der Heilige Geist dann durch dich lehrt. Du lehrst ja nicht mit deinem Ego, erklärst das auch nicht mit deinem Ego, jemanden oder so, oder dir selbst, sondern der Heilige Geist spricht durch dich zu zweien oder zu mehreren, aber zu dir und nach innen und nach außen sozusagen. Also du hörst immer auch selbst zu, während du lehrst, während der Heilige Geist durch dich lehrt. Du kannst es auch aufnehmen, wie wir es jetzt in diesem Fall hier machen, und dann nochmal publizieren. Das verstärkt das Lehren nochmal. Niemand wird für Sünden bestraft. Ja, das finde ich ja schon wieder auch entlastend. Also das heißt, wenn mir hier Jesus sagt, immer im Hier und Jetzt oder auch hier in diesem Kurs, an dieser Stelle, auf dieser Seite 95, niemand wird für Sünden bestraft. Komm mal, das bis zu diesem Halbsatz, das ist ganz dicker Stempel. Ja? Das heißt also, hier könnt alle auf der Welt könnt ihr diesen Gedanken schon mal loslassen. Und die Söhne Gottes sind keine Sünder. Ja, und da du der Sohn Gottes bist, bist du kein Sünder. Also dieses Konzept der Sünde wird hier immer wieder sozusagen auch auf den Altar gelegt, und es wird immer wieder gezeigt, dieses Konzept, das ist ein Konzept, das ist ein Denksystem, das existiert nicht. Damit will man allenfalls Sklaverei betreiben, sonst nichts. Und es funktioniert über Schuldzuweisung, wo wir jetzt wieder weiter zukommen, jetzt im Text. Jedes Konzept von Strafe beinhaltet die Projektion von Schuldzuweisung und verstärkt den Gedanken, dass Schuldzuweisungen gerechtfertigt sind. Wir sehen also hier dieses Konzept der Sünde. Das baut sich auf durch Schuldzuweisung und Strafsystem. Wir kennen das ja auch. Das ist ja auch hier in unserer Welt gang und gäbe. Also es gibt ja hier Gesetzbücher, in denen das so auch so alles drinsteht. Da gibt es Paragraphen. Und dann kann man sich das mal alles auch mal in Google anschauen, wie das so zusammengesetzt ist, dieses System. Und da geht es immer nur um Schuldzuweisung, Projektion, aber es beinhaltet Projektion von Schuldzuweisung, steht hier ganz klar. Ja? Beinhaltet die Projektion von Schuldzuweisung und verstärkt den Gedanken des Schuldzuweisenden, dass Schuldzuweisungen gerechtfertigt sind. Wir haben jetzt schon in den letzten Kapiteln auch immer wieder, dass Ärger nicht gerechtfertigt ist. Und da hatten wir Übungen zugehabt, haben wir also über den Tag hinaus eine Übung gemacht, wo wir immer wieder auch geübt haben, ja, dieser Ärger zu dieser Geschichte, die ich jetzt hier gerade sehe, ist nicht gerechtfertigt und deswegen muss ich mich nicht ärgern. Das haben wir ausprobiert und es hat eben auch funktioniert im Großen und Ganzen. Also darüber habe ich jetzt noch keine Feedback-Runde gemacht,
bis jetzt sind wir dazu noch nicht gekommen, weil wir den Kurs studieren, aber wenn ich so eure Feedbackrunden höre und so eure Zustände höre, wie ihr im Geist so im Frieden seid, scheint das alles ganz gut funktioniert zu haben. Wichtig ist aber hier auch nochmal dieses Wort Projektion, also jedes, also das Konzept, also ist wichtig dieses Wort, dass es ein Konzept ist. Wir alle wissen, dass Konzepte Denksysteme sind, wo man etwas erreichen will. Also wenn man sich ein Konzept macht, es ist so eine Art Plan. Ja, das darf man hierbei nicht vergessen. Und ein Denkkonzept, dieser Plan von Strafe sozusagen, beinhaltet die Projektion von Schuldzuweisung. Also da muss etwas projiziert werden. Und zwar, oft ist es so, meistens fühlt man sich selber plötzlich schuldig oder redet sich selbst eine Schuld ein und projiziert die dann auf andere, um sie dann zu verschieben, von sich selbst wegzuverschieben. Das ist die Projektion von Schuldzuweisung. Hauptsache, die Schuld ist von mir weg, dann eben besser auf andere, ne? Und dann kann man sie sich da anschauen und trotzdem selber in sich fühlen und das ist dann auch wieder doof. Und dann will man, dass das noch gerechtfertigt ist. Also man sucht dann noch nach einer Rechtfertigung. Versucht es zu beweisen, versucht Zeugen zu haben, sagt doch, stimmt doch, ne? Holt sich Zeugen dafür und vielleicht bekommt man dann auch noch Recht und dann hat man das ganze Konzept verriegelt mit allen Dingen, wie man es nur so kann. Die Folge ist eine Lektion in Schuldzuweisung. Ja, das ist eine regelrechte Lektion, die du dich selber lehrst auf diese Art und Weise. Ja. Denn jedes Verhalten lehrt die Überzeugung, die es motivieren. Das bedeutet jetzt, so wie ich mich verhalte, so lehre ich auch. Es lehrt, dass ich Überzeugungen habe, weil diese Überzeugungen motivieren mein Handeln. Die Kreuzigung war die Folge einander klar entgegengesetzter Denksysteme. Das vollkommene Symbol des Konflikts zwischen dem Ego und dem Sohn Gottes. Konflikt hier in Anführungsstrichen, weil dieser Konflikt ja nicht wirklich ist. Kann nicht wirklich sein, weil das Ego nicht existiert und weil das ist ein Scheinkonflikt sozusagen. Funktioniert nur, wenn wir uns eben genauso verhalten mit Schuldzuweisung, uns Zeugen holen dafür und dann das Konzept dingfest machen. Und dann machen wir aus uns selbst sozusagen ein Ego und versuchen, dieses Ego aufrechtzuerhalten, indem wir diese Schuldzuweisung weiter aufrechterhalten. Indem wir immer alle Äußeren schuldig machen. Immer sind die anderen schuld. Die anderen sind immer schuld. Wir machen heute mal eine Übung für den heutigen Tag und schauen mal, ob wir das immer noch so machen oder ob wir vielleicht von jemandem erinnert werden, der uns dann in diesem Moment erinnert und sagt, ah ja, guck mal, die anderen sind immer schuld. Ja? Und dann schaut mal, dass es vielleicht noch so ist, also dass es immer noch so abläuft. Weil wir das ja über einen ewigen Zeitraum uns selber so gelehrt haben, ist davon sicherlich noch was übrig. Wir lehren uns jetzt ja was anderes, was Neues, ein neues Denken, also das wirkliche Denksystem, das wirkliche alte Denksystem lehren wir uns jetzt wieder neu. Das ist das des Konflikts, das ist das der Sündenlosigkeit und dass dem Sohn Gottes keine Schuld ist. Das lehren wir uns einfach durch Wiederholen im Geist und wiederholen, indem wir das auch auf den Bruder sozusagen drauf segnen sozusagen, ja. Also statt wir dem ständig eine Schuldzuweisung machen, segnen wir immer mal den Bruder und sagen, du
bist der heilige Sohn Gottes selbst, in dir weilt keine Schuld und Sünde existiert nicht. Hatten wir gestern auch schon als Aufgabe. Das ist das letzte Urteil des Heiligen Geistes. Für uns und für alle anderen immer wieder geben lassen und es durch uns denken lassen, dieses Denksystem. Das ist die Übung für den heutigen Tag. Ne? Beobachten, ob dieses alte, gelernte Schuldverschiebungssystem in uns immer noch funktioniert. Ja, wir erschrecken uns plötzlich, ach, ich bin schuld, ja, aber dann, ach nee, aber eigentlich sind es doch die anderen. Und dann sagen wir, okay, hier lassen wir uns das letzte Urteil vom Heiligen Geist geben. Du bist der heilige Sohn Gottes selbst, in dir weilt keine Schuld und Sünde existiert nicht. Dieser Konflikt scheint jetzt genauso wirklich, hier haben wir es, jetzt scheint er genauso wirklich, also im Hier und Jetzt liegt alle Erlösung. Wir müssen jetzt die Erlösung, der Erlösung Einlass gewähren in unser Denksystem. Und seine Lektionen müssen jetzt genauso wie damals gelernt werden. Jetzt müssen wir diese Lektion des Heiligen Geistes, die Lektionen der Liebe heißt dieses Kapitel hier, wir müssen jetzt die Lektionen der Liebe lernen. Wir hatten die Lektion der Liebe, lehre nur Liebe, weil du nur Liebe bist. Und wir fügen dieser Lektion hinzu, also die könnt ihr auch weiterhin in eurem Geist behalten, als Mechanismus. Und ihr holt noch zusätzlich dieses letzte Urteil des Heiligen Geistes. Du bist oder ich bin der Heilige Sohn Gottes selbst, in mir weilt keine Schuld und Sünde existiert nicht. Wenn es mal ganz schlimm wird und ihr euch ganz bedroht fühlt, dann wiederholt es einfach wie so eine Gebetsmühle in euch und ihr werdet merken, da lockert sich dann dein eigenes Denksystem. Und das wird dann da so Einlass hineinfinden. Und dann erstrahlt plötzlich die Wahrheit aus euch heraus und der Schmerz und das Ganze, was da dran hängt. Weil das ist ja hier, wie wir auch sehen, mit Strafe besetzt. Und diese Strafe, die kommt nicht nur in der Zukunft, also die kommt eigentlich nie, aber die wird angedroht, dass sie in der Zukunft kommt. Aber die spüren wir dann, weil wir jetzt Angst haben, spüren wir die sogar jetzt schon. Also wir haben dann schon jetzt die Strafe in Form von körperlichen Schmerzen in uns. Da kommt dieser ganze Schmerz und dieses ganze Kranke her, ja, das Kranksein. Das dürfen wir auch nochmal mit auf den Altar legen und dem Heiligen Geist übergeben. Und wir werden dann merken, wie diese Schmerzen einfach verschwinden, wenn diese ganze Schuld und diese ganze Sünde, dieses ganze Konzept der Sünde aufgehoben wird von dem neuen, von diesem wirklichen Denksystem, was wir jetzt nochmal neu lehren. Wir sind jetzt am Ende dieses Absatzes 16 angekommen und verbinden uns einige Sekunden im Geist mit unserem Bruder in der Erlösung. Ja, wunderbar, bis hierhin erstmal und wir kommen zur Feedback-Runde. Brigitte, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Gut. Danke, Brigitte. Wir verbinden uns einige Sekunden. Im Geist, das war eine klare Antwort. Vielen Dank dafür. Sie hat gesessen. Dann kommen wir zur Sabine. Sabine, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Kannst du jetzt sprechen? Ich habe dich gerade gesichtet hier. Wenn nicht, ist es aber auch kein Thema, dann verbinden wir uns. Gut. Ja, kommt was. Alles klar. Auch eine klare Antwort. Dann verbinden wir uns wieder einige Sekunden mit dir in deinem Feedback.
Ja, kommen wir zum nächsten Feedback. Nihira, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ja, auch gut. Also für mich ist das super, wirklich dieses Schuldkonzept da so genau von allen Seiten immer wieder zu betrachten und aufzudecken. Und da bin ich sehr dankbar dafür. Das ist wirklich irgendwie ja, für mich ein ganz wichtiger Punkt, da immer wieder das klar und richtig zu stellen. Ja, super. Danke. Ja, danke. Nihira, wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback. Ja, und wir kommen noch zum Thomas. Wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ja, wird besser. Nee, eigentlich ganz gut, aber so, sie möchte halt wieder in diese komplette Freude rein und das kommt jetzt langsam. Ja, wahrscheinlich im zweiten Teil spätestens. Ja, danke Thomas. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback. Ich habe noch offen, meine ich. Ich mache jetzt zu. Stimmt, du hast ja Katja den Schlüssel gegeben. Jetzt habe ich jetzt mal stumm geschaltet, ne, Sabine? So. Kommen wir jetzt zu meinem Feedback. Ja, ich fühle mich gut. Fühle mich auch sicher. Nicht bedroht oder sowas. Bin sehr dankbar. Ja, und wir haben eine Garantie hier immer. Ja, das ist genau das passiert, dass die Freude wiederkommt, also dass sie immer wiederkommt, die Freude. Dass sie immer da ist, dass wir immer da dran kommen. Diese Garantie haben wir, wenn wir hier den Kurs einfach ja, richtig machen. Dass wir uns da richtig einfühlen, richtig tief einfühlen. Haben wir einfach die Garantie, dass wir einen glücklichen Tag bekommen. Und wenn wir, oder dadurch, dass wir ja auch eine Übung am Tag mitnehmen, haben wir nochmal die Garantie, ja, das Ego kann uns das auch nicht versauen. Ja. Also das Ego versucht uns diesen Tag ja auch wieder zu versauen. Und wenn wir dann merken, okay, da ist irgendwie was, was den Tag versauen will, dann sagen wir einfach, Wie war denn jetzt nochmal die Aufgabe für den Tag heute? Ja. Dann gucken wir nach, wenn wir keine Aufgabe haben, was war gestern die Aufgabe für den Tag? Und dann machen wir die halt von gestern oder von vorgestern. Und wenn wir die dann anwenden, dann haben wir die Garantie, ja, dieser glückliche Tag wird bis zum Ende konstant durchlaufen. Und was ist die konstante Schau Christi, die wir dann schon erreichen? Ja, also wir lassen uns von diesen Störungen auch nicht mehr einbilden, dass die Schau nicht konstant wäre, sie ist konstant. Ja. Okay, wir gehen jetzt nochmal eine Sekunde in die Stille mit meinem Feedback hier. Genau, das war's. Wir machen eine kurze Pause. Wir sehen uns in 6 Minuten wieder. Bis gleich. Ja, hallo ihr Lieben, wir sind schon wieder zurück aus der Pause. Hier
setzen gleich weiter fort mit dem nächsten Absatz. Das ist der Absatz 17. Wir sind ja hier, wie gesagt, im Kapitel 6, die Lektionen der Liebe, und Römisch 1, die Botschaft der Kreuzigung. Wie gerade eben schon gesagt, Nummer 17, Absatz 17. Und ich lese erstmal wieder vor, ihr könnt euch erstmal wieder ausruhen von dem, was vielleicht im Moment in eurem Leben gerade so abläuft. Und euch mal im Moment entspannen und einfach hier zuhören, diese heiligen Worte mal zu euch kommen lassen. Ich brauche keine Dankbarkeit. Du aber musst deine geschwächte Fähigkeit, dankbar zu sein, entwickeln. Sonst kannst du Gott nicht würdigen. Er bedarf deiner Würdigungen nicht, aber du bedarfst ihrer. Du kannst nicht lieben, was du nicht würdigst. Denn Angst macht Würdigung unmöglich. Wenn du das fürchtest, was du bist, würdigst du es nicht und wirst es daher zurückweisen. Die Folge davon ist, dass du Zurückweisung lehrst. Ja, ein fantastischer Absatz hier. Wir verbinden uns einige Sekunden Geist mit diesem Absatz. Ja, vielen Dank. Wir kommen zur Feedbackrunde für diesen Absatz oder einfach für die Feedbackrunde für das Jetzt. Wie fühlst du dich in diesem Augenblick, Brigitte? Jetzt. Gut auch. Fantastisch. Dann verbinden wir uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback. Da gibt es keine Wenn und Abers mehr. Das ist wunderbar. Ja, vielen Dank für die Verbindung im Geist. Nihira, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ja, ich fühle mich auch gut und finde den Absatz auch wunderbar. Und ja, also wie von allen Seiten das so beleuchtet wird, das ist einfach klasse. Und ja, es kommt auch so eine Freude, einfach so überhaupt. Und es öffnet sich auch irgendwie so die Möglichkeit von diesem Tag. Schön. Danke, Nihira. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback. Und wir kommen zu Thomas. Wie fühlst du dich in diesem Augenblick, Thomas? Ja, gut. Genau. Wird immer besser. Ja. Genau, ich freue mich jetzt auf die Erklärung. Ja. Danke. Ja, Thomas, wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback. Ja, vielen Dank für die Verbindung im Geist. Kommen wir noch zu meinem Feedback. Ja, ich habe jetzt auch so Licht gefühlt und so Licht gesehen. Und es fühlt sich gerade einfach gut an. Ich freue mich jetzt über die Erklärung zu diesem Kapitel schon, zu diesem Absatz.
Wir verbinden uns einige Sekunden im Geist. Mein Feedback. Ja, vielen Dank für die Verbindung im Geist. Ja, kommen wir also zu der Erklärung 17, ein Kurs in Wundern, Kapitel 6, die Lektionen der Liebe, Römisch 1, die Botschaft der Kreuzigung 17. Ich brauche deine Dankbarkeit. Ja. Hier sagt Jesus jetzt, ich brauche deine Dankbarkeit. Gut, ich meine, er sagt kurz darauf, ja, er braucht sie jetzt nicht für sich, sondern er braucht sie für dich. Er braucht deine Dankbarkeit für dich. Und warum das so ist, das sehen wir jetzt gleich. Jetzt geht es ja weiter. Entschuldigung, ich habe jetzt Quatsch geredet. Also ich brauche keine Dankbarkeit. Du aber musst deine geschwächte Fähigkeit, dankbar zu sein, entwickeln. Sonst kannst du Gott nicht würdigen. Ja. Wenn wir uns nur urteilend kennen, dann ist dieses Urteilen ja nur auf Undankbarkeit gestützt. Also das heißt, meistens fällen wir ein Urteil, wenn wir irgendwas ungerecht finden, wenn wir etwas nicht gut finden, wenn uns irgendwas anwidert und so weiter. Also da geht es meistens gar nicht um Dankbarkeit. Natürlich kann man auch sagen, ich bin dankbar, weil das so und so ist. Das wäre dann auch ein Urteil. Hier geht es aber um die Dankbarkeit zu dem, was du selbst bist. Weil wir ja mehr und mehr lernen, dass wir nicht für die äußeren Umstände dankbar sind oder nicht die äußeren Umstände verurteilen oder nicht haben wollen. Weil das ist ja eigentlich so dieser Zustand immer, dass wir das, was im Außen passiert oder was in der Zukunft passiert, dass wir das bloß gar nicht haben wollen, sondern wir wollen was anderes haben oder das, was jetzt gerade passiert, wollen wir nicht haben. Wollen nicht, dass das, was jetzt gerade, was da gerade ist, überhaupt nicht so fühlen oder annehmen. Wir wollen das weghaben. Das kennt man vielleicht irgendwie so ein bisschen. Das ist aber nicht Dankbarkeit. Genauso gut kannst du dankbar sein für das, was jetzt ist. Zum Beispiel, dass du jetzt den Frieden Gottes in dir spürst. Dafür kannst du dankbar sein. Und das ist Dankbarkeit für dein wirkliches Sein, weil in dem Moment, wo du den Frieden Gottes in dir fühlst, bist du das, was du wirklich bist. Du kannst nur dann das sein, was du wirklich bist. Du siehst dann vielleicht noch eine Illusion von dir, also das ist dann auch vielleicht der Traum, der glückliche Traum, der dir vom Heiligen Geist gegeben worden ist, aber Erkenntnis fließt schon über. Obwohl du noch im Traum als Traumfigur fungierst, aber im Traum eine andere Rolle angenommen hast, als die dir sozusagen die Welt zugewiesen hat oder die du dir in der Welt ausgesucht hast. Du hast nämlich dann die Rolle unter den Erlösern der Welt eingenommen, den Platz unter den Erlösern der Welt eingenommen und bist an deinen angestammten Platz im Himmel zurückerstattet worden. Das ist bereits Fakt, das ist geschehen. Und alles, was wir jetzt hier noch so erleben, das ist dieses noch Abrollen des glücklichen Traums, den wir manchmal aber auch stören. Und jetzt kommt es eben, und das hat was mit dieser Dankbarkeit zu tun oder Undankbarkeit. Deswegen steht jetzt hier, ich brauche keine Dankbarkeit. Du aber musst deine geschwächte Fähigkeit, dankbar zu sein, also du hast eine geschwächte Fähigkeit, dankbar zu sein. Guck mal nach, ob das so stimmt. Ja. Wir gucken heute mal Übung des Tages. Zweiter Teil. Jetzt wird es wieder richtig turbulent mit den Übungen. Bin ich denn dankbar für das, was gerade ist? Wir erwischen uns heute mal dreimal am Tag
machen mal so eine Stichprobe. Stecken also so das Ding in den Käse rein, ja. Gucken mal, ob wir gerade dankbar sind. Wenn wir dann uns erwischen, sagen, oh, ich bin ja gerade total undankbar, ich bin ja total im Groll, im Unfrieden und will gar nicht, dass das, was gerade ist, ist, dann haben wir uns dann erwischt. Aber das ist jetzt nicht schlimm. Das heißt jetzt nicht du, jetzt kommt nicht der böse Finger und das heißt, du bist sündig, du bist kein guter Schüler und so weiter oder kein guter Lehrer, sondern jetzt machen wir Folgendes. Jetzt machen wir die Umkehr im Geist. Wir sind dann einfach dankbar. Wir sind dann dankbar für das, was gerade zum Beispiel, was wir gerade in der Hand haben. Also es kann ja sein, dass wir gerade irgendwie sowas in der Hand haben oder so. Wir sind dann einfach mal für das dankbar, was dann gerade in unserem Geist, in unserer Umgebung ist. Egal, was es auch immer sein mag. Ja. Wir würdigen das dann mal. Es bedarf deiner Würdigung nicht, aber du bedarfst ihrer. Nein, jetzt habe ich mich wieder verlesen. Ich habe heute mit meinen Augen irgendwelche... Bin dankbar, dass ich Probleme mit meinen Augen habe. Also sonst kannst du Gott nicht würdigen. Hier, Dankbarkeit entwickeln. Sonst kannst du Gott nicht würdigen. Also die Fähigkeit, dankbar zu sein, entwickeln. Sonst kannst du Gott nicht würdigen. Also du musst deine Dankbarkeit, deine Fähigkeit zur Dankbarkeit neu entwickeln. Sonst kannst du Gott nicht würdigen. Er bedarf deiner Würdigung nicht. Also es ist nicht so, dass Gott da steht und sagt, der würdigt mich ja gar nicht. Was ist das denn? Ich bin doch da. Warum würdigt er mich denn nicht? Warum sieht er mich denn gar nicht? Ne? Der sieht mich ja noch nicht. Der nimmt mich ja noch nicht mal wahr. Der weiß ja noch nicht mal, dass ich da bin. Ne? Darum geht es nicht. Aber du bedarfst ihrer. Du bedarfst ihrer. Also du bedarfst der Würdigung Gottes sozusagen, damit du es wieder erkennst, was du bist. Du kannst nicht lieben, was du nicht würdigst. Ich meine, das ist ja einmal so ganz klar, ne? Du kannst nicht lieben, was du nicht würdigst. Klar, was ich hasse, würde ich wohl kaum. Ne? Würdige ich wohl kaum. Denn Angst macht Würdigung unmöglich. Und Angst ist gleich Hass. Das müssen wir ganz tief verstehen. Angst ist gleich Hass. Sobald wir Angst vor etwas haben, hassen wir es auch. Wir lieben nicht die Angst. Auch wenn wir das manchmal glauben, dass Angst was ganz Tolles ist, aber Angst ist die Opposition zum Heilsplan Gottes. Das müssen wir hier verstehen. Also wenn du jemanden Angst machst, dann ist das jetzt keine Todsünde oder sowas, aber dann schadest du dir selber. Damit, indem du dich dann selbst nicht würdigst. Wenn du selbst vor etwas Angst hast, passiert genau das Gleiche. Das aber kannst du im Ego gar nicht korrigieren. Du kannst nicht selber einfach keine Angst mehr haben, sondern du kannst hier sagen, sobald du spürst, heute am Tag, wir sind immer noch heute am Tag mit der Übung hier beschäftigt, du hast vor irgendetwas Angst, dann bitte den Heiligen Geist darum, dass er dich jetzt führt, im Geist. Dass er dich jetzt führt im Geist und das in deinem Geist korrigieren möge, weil du es ihm zur Korrektur übergeben wirst. Lass nicht zu, dass Angst in deinen Geist, in deinen friedvollen Zustand, dass du da Einlass gewährst. Weil Angst wird dein Schatzhaus öd und leer machen. Ja, du hast jetzt dieses Schatzhaus Gottes, was zur Verfügung zu allen Schätzen. Du hast alle Schätze zur Verfügung, die du haben musst. Und sobald du aber der Angst Einlass gewährst in das neue Denksystem, was dir der Heilige Geist gegeben hat,
hat, was das richtige Denksystem ist, was das alte wirkliche Denksystem ist, was du dich lehrst. Sobald du dort Angst einlässt, wird diese Angst Verheerungen auswirken dort. Und das wollen wir eben nicht mehr zulassen und dafür machen wir hier ein Geistestraining. Wir machen das Geistestraining insofern, dass wir unseren Geist immer wieder beobachten, also auch mal überprüfen und nachschauen, ist da gerade Angst oder ist da gerade schon sogar Abwehr? Ist da schon ein Gegenangriff? Ja. Wenn du das fürchtest, was du bist, und du kannst nur das fürchten, was du bist, weil es gibt ja nichts anderes als das, was du bist, würdigst du es nicht und wirst es daher zurückweisen. Also alles, was du zurückweist, auch im Außen, auch in der Welt, auch was du glaubst, was in der Welt ist, das ist die Zurückweisung von dir selbst. Du weist dich selbst von dir zurück. Die Folge davon ist, dass du Zurückweisung lehrst. Wenn du Zurückweisung lehrst, dann lehrst du das dich selbst. Und das, was du dich selbst lehrst, das erntest du auch in diesem Moment. Du wirst dann selber die Zurückweisung im Außen wieder erleben. Also du erlebst das dann, dass andere dich auch ablehnen sozusagen, obwohl es keine anderen gibt. Aber das alles erlebst du in einer scheinbaren Ego-Interaktion in deinem Traum. Das fühlt sich überhaupt nicht gut an. Das willst du gar nicht erleben. Das will ich nicht erleben. Das will niemand erleben. So einen Traum zu träumen, dass man zurückgewiesen wird, dass man nicht angenommen wird. Du willst auch selber etwas nicht annehmen. In Wirklichkeit willst du alles annehmen und willst alles gutheißen. Und das ist der Plan, der jetzt hier eintritt. Dafür brauchen wir aber die Führung des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist kann uns nur so führen, dass er uns das richtig träumen lässt, dass das auch möglich ist. Wir müssen also nicht irgendwas annehmen, was uns zuwider ist, sondern wir werden es wirklich lieben in diesem Moment, weil es wirklich wahr ist. Und dieser Kunstgriff, das wirst du sehen, das funktioniert. Also das sind Wunder, die da geschehen. Du liebst plötzlich Dinge, die du scheinbar gehasst hast oder Menschen, die du scheinbar gehasst hast. Du kannst das ganz tief auf einmal in dir fühlen, sehen und erkennen. Und dann musst du dich nicht in Frage stellen und sagen, ja warum, wieso liebe ich denn jetzt, dann müsste ich doch eigentlich hassen, sondern dann sei einfach dankbar dafür, dass das wirklich funktioniert, dass das geht. Das ist dann der Beweis, dass du wirklich unter den Erlösern der Welt fungierst, dass deine Funktion angenommen hast. Nichts weiter, das ist einfach dann, kannst deine Dankbarkeit dafür wird das noch unterstreichen. So, das war's. Vielleicht sind jetzt einige Bilder oder Gedanken in deinem Geist während meiner Erklärung aufgetaucht und Versöhnung hat stattgefunden, Vergebung hat stattgefunden, dann ist es wunderbar. Wenn nicht, ist auch alles wunderbar. Und jetzt verbinden wir uns einige Sekunden im Geist. In diesem Moment. Und wir kommen zur letzten Feedback-Runde für diese Runde hier heute. Brigitte, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Oh, ja. Gut. Einfach gut. Super.
verbinden wir uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback, in deinem guten Gefühl. Und dann kommen wir zum Thomas. Wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ja, es wird immer klarer und ruhiger. Und ja, es ist gut, das zu hören. Ich freue mich jetzt auf den Tag. Auch wenn er was anstrengend wird, das weiß ich, aber das kann man ja auch positiv anstrengend sein. Prima, Dankeschön. Ja, danke Thomas. Wir verbinden uns einige Sekunden im Geist. Vielen Dank für die Verbindung im Geist. Nihira, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ja, ich fühle mich auch gut. Und ja, ich fühle Dankbarkeit. Oh, so eine Entspannung. Ich fühle mich entspannt. So eine leichte Freude. Ruhig. Ja, schön. Ja, danke, Nihira. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir im Geist. Ja, und dann kommen wir noch zu meinem Feedback. Es ist ja unglaublich heiß jetzt hier, aber es geht mir gut. Es zwickt vielleicht jetzt hier und da, vielleicht habe ich da auch noch einige Dinge zu übergeben gerade. Dann geschieht das jetzt auch im Geist und dafür bin ich dankbar. Ich fühle mich aber so alles in allem gut und freue mich jetzt darauf, den Tag zu beginnen. Vielleicht ruhe ich mich auch noch ein bisschen aus erstmal. Aber ist ja auch egal, was jetzt kommt. Ich werde mich vom Heiligen Geist führen lassen und wir verbinden uns einige Sekunden im Geist. Ja, dann verbinden wir uns auch nochmal mit der Sabine, die ich jetzt auch schon nicht mehr dabei ist. Einige Sekunden. Ja, und dann, ja, sind heute zeitlich gut durchgekommen. Ich bedanke mich bei euch. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag in der Schau Christi. Mit dem Bruder in der Erlösung. Wenn jemand irgendein Problem hat, kann er sich natürlich jederzeit an seinen Buddy oder auch an mich wenden. Also ich habe ja auch jetzt meine Coaching, also alles ist auf freiwillige Spendenbasis. Okay, ich wünsche euch einen guten Tag. Ciao. Tschüss, ihr Lieben. Ciao.